This way. This way. So, und damit, hallo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer Folge von Layers of Fear. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ja, wir sind wieder mit dem Schauspiel unterwegs. Yeah. Okay. Ich weiß gar nicht, was wir im letzten Video jetzt gemacht haben. Wir haben, glaube ich, herausgefunden, dass er, glaube ich, seine Schwester gekillt hat. Aber wir haben uns ja im letzten Video so einen Karton geöffnet und da wurde einfach bei der Kopf der Schwester. Ob das jetzt wirklich ist, weiß ich nicht. Weil die Schwester wohl anscheinend ihn nicht mehr mochte oder irgendwas ihn hatte und er dann einfach mal ausgerastet ist. Ob das wirklich so ist. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, warte, ich schon. What if something bad happens? What if I can't find you? Shh. Listen to my voice. Hold it deep inside. And I will always be there for you. Forever. 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 Forever, ever, ever. Ever, ever. Okay, wo ist das hingerannt? You know? Man muss ja. You got it wrong. What? Ich habe es falsch gemacht. Aber anscheinend muss es so. Für immer, Kapitel 5. Jo. Wieder hier. Alter, beim gesunkenen Schiff. Charakter, das werde ich nicht sein. Wenn du mich wieder siehst. Du willst OP Opla raus? Wohin? Kein Bock oder SPL zu diesem zu weit. Okay, diese komische Sprache. Ein Mosaik des Elends. Ganz einfach der Untergang dieses Schiffes ist und alles brennt. Aber ich habe ja... Ja, okay, jetzt Have I offended you, James? No, I just... You just don't want to talk to me anymore. I don't know what I want. They say that the game's trying to... Star. He has really can come true. Are dreams what's really important to you? Mm-hmm. Your dreams can stay with you forever. Die vier habe ich noch gar nicht gehört. Tell me, James, do you like sitting here in the park? I don't know. You don't know? I think I do. Out here, I could be anyone. Truly? You can be anyone you want? I think I don't need to be. I can play anyone I want. Okay. Der gute James weiß gar nicht, was los ist, oder?
Stimmt, das gab es im Originalteil auch, dass er Dinge klonen konnte. Ob mich das jetzt hier in so einem Schiff, was schon erzählt, unter Wasser liegt. Ach, verdammt. You run, but do you know the way? You build one character, you destroy the other. There's no other way. You follow reason, you see through it. You cut away the strings. Oh, der sagt mit dem Pumpen, ne? You're not afraid to play your part. You accept the inevitable. When the tide rises, you give in. You choose the easy way. Ja, ja, wissen wir halt, war nicht richtig. Hast ja recht. What the fuck? Komische riesige Rattenfieder hing hier auf jeden Fall schon mal beim letzten Mal nicht. Und was ist das? Ratten-Wolfs-Irgendwas-Gemisch. Was war das denn? Die Puppe ist wahrscheinlich mehr oder weniger. Now they knew why they feared freedom. Why they hid, flowed with the tide, and pretended to be one with the void inside them. Now in place of the void, there was a sea. Restless, roaring, terrifying. Once they saw it, once they lit a flame in their soul, there was no turning back. No other way. Again, they felt the eyes of eternity upon them. They were here before. They faced that choice in the past. They felt the stare. Now, for the first time, they stared back. Ach so, Feuer. Da kein Feuer. Kapitel 5. Für immer. Puppen sehen halt immer echt komisch gruselig aus, oder? Flamme verheilt, Verwandlung, Teufelskreis sprechen, hier und jetzt für immer und die Schleife, wer lebt, wer stirbt, wer zum Teufel bin ich? Er, sie. Spiel streng, ich. Okay. Wenn ich mehr weiß, wer du bist, das ist dann schon hart blöd. Schau zu. Warum ist dein Arm, Alter? Achso, da ist eine riesige Figur. Was ist das für ein Arm? Do you see now? You tried to fix me. Instead, you broke yourself. Alter, was ist das denn für ein Bild? Junge, das ist hart, aber auch leicht creepy. Leicht richtig creepy. Ah. Ganz viel Spiegel. Warte, was siehst du?
Bitteres für die Verbittern. Wo war das denn? Bitteres für die Verbitterten. Okay. Jetzt sollen wir hier rumdrehen? Kann ich das? What the fuck, wo kommst du denn her? Das ist ein Anker. Ich denke, der mich gleich nicht angreift, ist mir egal. So, einmal noch. Ist auch nichts. Ach, eine Tür. Ah. Boah, in diesen Abschnitt kann ich mich so gar nicht erinnern, oder? Null. This place is sickens me. With all of its clutter and confusion, it is a monument to your weakness. A portrait of your indecision. The wreckage of what never truly was. It is broken, hollow. Oder kann ich da irgendwas mitnehmen? Just like you. Da, ach so, ist die Tür. Was ist das für ein Geräusch, Alter? Boah, da bist du bescheuert. You tried so hard to bring me back. You called out to me from the void. But something else answered. Irgendwas, was du nicht hätte rufen dürfen. Ach, diese Taktmesser. Ich weiß nicht, wie sie heißen, Taktografen. Glaube ich nicht, aber. Da machst du dich denn jetzt auf dem Badgelicht, Alter? Dieses Geräusch oder generell diesen Abschnitt gerade. Der erinnert mich so hart an Soma. Aber richtig hart. Hallo, es geht hier ab.
Okay. Ich muss eben hier was mal nachgucken. Ich habe gerade so eine Nachricht bekommen, die wohl wichtig ist. Muss natürlich immer kommen, wenn ich zocke. So, weiter geht's. Wir sind immer noch in diesem Wrack. Ich glaube, so langsam weiß ich. Lange ist es ja, ich kann mich nicht erinnern. Die anderen verschwinden, ich verliere die Kontrolle. Wird immer dünner. Es immer weiter wächst. Es lässt mich nicht los. Boah. Ja, irgendwas war da mal, ne? Aber puh. Ja, ein Lagerraum haben wir jetzt. Die guten alten Industrielampen, die sind echt schick. Gut, ohne das Gitter natürlich. Aber sonst wichtig, ich verschicke so Industrielampen. Einfach mal aus dem Typen eine Brille, eine Lampe gemacht. Ja, du hast echt die Arschkarte gezogen, oder? Du hast echt die Arschkarte. Ja, und du? Me? Ach da. Jimmy, ihr Bruder James? Oh, wow. Warum guckst du mich jetzt so an hier? Alter. Okay, ich komme jetzt aber wenig wieder raus. Ist auch ganz gut so. Ich habe seine Kiste hingestellt. Danke für gar nichts, ey. Ja, die ganze Level erinnert mich gerade so an Soma. Und Soma ist auch ein richtig geil gutes Spiel. Das kann ich super. Soma ist, glaube ich, auch von Blubber Team. Oder vertue ich mich da? Ach, wir sehen, guck mal, ich sehe Heizung im Kesselraum. Und da, wo das Feuer ausgebrochen ist. Das Ding soll so explodieren. Ne, egal, ich war Heizungsraum, nicht Kesselraum. James, was geht? Turn away completely. There's no place for me here. Only you. Whoever that is. I hope you'll be brave this time. I don't think I can. I cannot. You cannot help me. Not anymore. Der hat sich echt verbrennen lassen. Alter, das war ein schmerzhafter Tod.
hier geht's weiter. Ah, okay, hier geht's nicht weiter. Er wollte. Ah! Wahrscheinlich ist so das Feuer ausgebrochen. Sie pissig auf ihn. Er deprimiert. Killt sich. Feuer bricht aus. Ganzes Schiff geht unter. Hat er mal ein ganzes Schiff hinter dem gesenkt. It is almost gone. It is lost. Hopeless. Just like you. Ein ganzes Schiff aber ins Verderben gestürzt. Wenn es wirklich so war, also davon abgesehen. Aber die Theorie ist, glaube ich, gar nicht so dumm. Alles nur. Mal viel zu zucken. Uah, ja. Ja. Da knarrt schon wieder irgendwas. Da ist so ein fieses Geräusch. Gleich irgendwo der Abschnitt, wo die ganze Zeit Tauben. Oh Gott, von da! Das war knapp. Und ich renne den Fiona in die Arme. Wieder in seiner Pose. Hier liegen irgendwie noch ein paar Leute. Alter, was geht hier jetzt ab? Ohne Witz. Was ist hier los? Also wir hier wieder. Ne. Doch, wir sind im Vorführraum. Von dem Regisseur. Jetzt können wir wahrscheinlich zum Recording gehen. Würde ich jetzt mal so stark behaupten. They will be lost forever. And so will you. Danke. Warum immer so nette Sprüche hast, ey? Mein Gott, sei doch mal ein bisschen positiv gestimmt. Ah, das kenne ich auch noch. Danke. Hier sind so Fenster. Alter, Junge. Wir haben Goldmünzen. Ich denke, wir Goldmünzen erschossen.
Oder haben sie sich erst alle vorher gekillt? Ah! Poster! Ah, okay. Ah, nicht mehr so viele. Text wäre eigentlich mal ganz cool. Alter. Ja, wo soll hin? Er ist einfach nicht mehr da. Der, wo ist er denn? Ja, scheiße. Bist du dir da sicher? Ja. Zack, 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 erzähl euch ganz schön. At all. It can only be. Alter, warum schießt du auf mich? Sind wir da? Ein Schritt hinter mir. Hör mich, zieh mich. Haut halt ab. Ich verwandle mich. In was? Ja, das weiß ich nicht. Das war sehr creepy. Musik ist echt schon wieder sehr verlockend und einladend. Geht aber die ganze schwebende Obst hier. So leid. Der letzte Abend. How many lives have you buried just by merely existing? Existing, but never being. Wouldn't it be better if you just went away? Und noch ein Busser. Und noch mehr Raufen. Geräusche und Störungen. Danke für die Info. Verlasse Tür. Komm ich nicht raus. Ist hier eine Tür? Nö. Gibt's da eine Tür? Nö.
Das habe ich im ersten Teil auch so oft gemacht und so lange gemacht. Halbes Konzert gegeben. Ja, egal. Gut. So, Leute, ich würde sagen, beende ich hier mal das Video. Schön, dass ihr mit dabei wart und Bock drauf hattet. Jo, dann werden wir uns im nächsten Video weiter durch dieses Schiff da tünteln. Gucken, was uns hier noch erwartet. Mal langsam die Geschichte mal aufzulösen. Weil da muss ja mal langsam mal ein Ende kommen. Weil ich blicke ja so gar nicht durch. Also gut, im Endeffekt ein bisschen. Aber mich interessiert aber, was der jetzt wirklich Phase ist. Ich weiß das alles schon gar nicht mehr. Der ist schon so lange her. Deswegen, ey, puh. Das weiß ich nicht mehr. Aber mal gucken. Werden wir auf jeden Fall in den nächsten Videos einfach sehen. Upsala. Und ich denke, dass das auch nicht mehr so lange dauert, bis da endlich mal diese Auflösung kommt. Ich weiß es aber auch nicht. Weil dieser Teil oder dieses Spiel, diese Version von ESA 4 ist natürlich komplett anders als das Originale. Deswegen, aber es ist gut. Davon abgesehen, also ich finde es nicht scheiße. Macht Bock. So ist das, dann meine ich. Obwohl man ja halt Layer so viel kennt. Aber gut, die 23er Version ist echt wohl gut und echt lang, weil die anderen Teile sind ja so zack, bumm, durch. Layer so 4.1 ist, glaube ich, der längste. Inheritance? Geht ja auch nicht so lange, glaube ich, auch nur 2-3 Stunden. Und jetzt, ja, Kapitel, die fand ich echt cool. Mit der Riesische und der Mutter. Aber die waren ja jeweils auch nicht so lang. Deswegen ist das schon eigentlich ziemlich nice, dass das jetzt alle zusammenhängt oder zusammengepackt wurde und versucht wurde, eine Story zu machen. Mir ist immer noch nicht ganz schlüssig, was die Schriftsteller damit zu tun hat. Aber vielleicht finden sie mal heraus. Vielleicht hat er so einen Alan-Wake-Up-Klatsch. Keine Ahnung. Gut, ja, dann würde ich sagen, wenn ihr Bock drauf habt, dann seid auf jeden Fall gerne beim nächsten Mal dabei. Ich kann es gerade mich sehr darauf freuen. Und dann wünsche ich euch jetzt auch einen schönen Tag. Bis dahin und tschüss.